Servus Leute, kurzer Einschnitt ins Programm. Ich bin zurück von der Gamescom. Dieses Video sollte eigentlich online gehen, während ich auf der Gamescom bin. Ich habe aber es vermasselt, den Upload richtig zu starten, beziehungsweise es auf YouTube richtig hochzuladen. Heißt, das Video ist nicht gekommen. Ich möchte jetzt nicht sehr viel dran rumschneiden, weil ich, sag ich jetzt mal, die ungeschnittene Rohversion nicht mehr wirklich auf dem PC habe, durch einen weiteren Fehler. Heißt, wenn irgendwie Kommentare kommen von wegen, ja, während ich auf der Gamescom bin, kommt das Video. Ja, es hat leider nicht geklappt. Aber davon lassen wir uns jetzt nicht stören und ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Los Leute, ihr müsst pumpen, damit ihr so groß und stark werdet wie ein Sony. Und damit aber auch ein streifiges Hallo und Servus zurück bei einer weiteren Folge Viewfinder mit mir, eurem Commander, dem Sony und ja. Aus irgendeinem Grund dreht man sich, wenn man auf diesen Gewichten steht. Ich habe keine Ahnung warum, aber es war gerade einfach perfekt. So, neue Folge, neues Glück. Das wird jetzt auch quasi die finale Aufnahme, bevor ich nächste Woche auf der Gamescom bin. Woo! Und ja, deswegen lasst uns einfach mal runter zu Kate und dem Oberschienennetzwerk gehen und herausfinden, wie es weitergeht. Das ist das vorletzte Level. Ja, kaum zu glauben, gell, Katze? Ja. Gut, dann schauen wir doch gleich mal rein. Unsere nächste Station, Mirren. Dann schauen wir mal, was Mirren so hat. Mirren's Workspace awaits. She's rather special. Ist das was Gutes? With good intentions, no less. Oh, sie hat das ja erfunden. That, oh, dann werde ich, dann mag ich sie, wenn sie dich erschaffen hat. Well, she really loved this place. Ja. Aber war sie nicht diejenige, die auch die Kamera erschaffen hat? Ah! Hilfe, ich werde zurückgeschleudert. Warum ist es hier so düster? Und regnerisch. Sie hat den Ort geliebt. It's different, isn't it? Ja. Mirren was passionate about her studies. Leidenschaft, aha. Gibt es hier außen irgendwas oder ist hier einfach nur reine Deko? Ah, es gibt einen Hinterhof. Keksen, Teleskop, Tee. War schön. War bestimmt ziemlich geil relaxen. Hält das Haus auch. Hat was. Schöne offene Aufteilung. Muss ich mir mal für Minecraft merken. Hier kann man wieder Filter. Oh, schrecklich. Naja. Würstchen. Ah, okay, da ist der nächste Ort. Was haben wir hier? Ist das alles, was dir einfällt? It makes me feel tall. Higher and higher we go. Ja, typisch Katze. Was sollst du darstellen? Oh, ich mag's. Ist das der erste Prototyp von Kate? Die erste Skizze. Das ist die Wetterkanone eventuell, die wir suchen. Vielleicht finden wir hier endlich Antworten. Prototyp 1, Prototyp 4. Windsteuerung, mehr Versuche erforderlich. Also es hat auf jeden Fall sehr viel mit Wind zu tun. Okay. So, gehen wir erstmal hier rein. Ich sehe dich da über mir. Schön. Neue Simulation, neues Glück und ich habe auch wieder eine Kamera. So, was sagt sie? I've been staring at the wall for hours. An die Wand? It's quite
beautiful in the way that it imposes upon the sky. If you know where to look, you can already see that there will come a day when the blue skies we take for granted are gone, replaced by some other darker color. I know it in my heart of hearts. Irgendeine lila Wand erschaffen? But there's something hopeful. Aber hat keine Ahnung wie. Oh. At least it's not right. Die passt hier wirklich gar nicht rein. Those structures back there, they eluded Mirren. Unusual things, but useful in their own way. Scheint, was, sie scheint sich auszubreiten. Kein Grund zur Sorge. Honk. Hm. Schade. Dachte, ich könnte es schaffen. Ist hier? Wie soll ich dieses violette... Diese violette Infektion nennen. Oh. Oh, jetzt sehe ich es gerade erst. Hm. Hä? Oh, nee. Sachen, die violett sind, sind gar nicht da. Oh, nein. Aber ich kann auch keine Fotos gescheit drauf machen. Diese violette Infektion lässt sich nicht von Fotos beeinflussen. Okay. Hm. Könnte knifflig werden. Es könnte auch sehr viele neue Wege eröffnen. Ha, you figured it out! Mirren would have been impressed. Oh, schön, wie sehr er sich freut. Oder sie? Hey, wahrscheinlich ein R bei der Tonlage der Stimme. Ich habe kein einziges Foto. Sie wollte anscheinend das Violett loswerden, hat es aber jetzt für sich entdeckt. Oh, stimmt. Ist inzwischen. It can be used to build structures, new buildings, supported on its own energy. Violette Luftfilter, Architektur. This could push the principles of my research to new heights. Oh. I need to show this to Haraya immediately. What a fond memory. Unglaublich, wie es atmet. So excited about her work. Ambition is an infectious thing. Okay, es creept mich ein bisschen out. Dass er jetzt hat. Jetzt achte ich drauf, dass es atmet. Nicht so cool. Hm. Oh, das ist ein großes Teleskop und ein großes Stück Biskuit. Teleskop? Große Tasse. Was ist denn das für ein komisches Teleskop? Man könnte nicht. Ja doch, Teleskop. Ist das ein Teleskop? Nee, Mikroskop. Was ist das für ein komisches Mikroskop? Kann man ja nicht mal oben durchschauen. Mhm. Wolken. Aha, und dadurch kriege ich das gelöscht und kriege hier einen Film. Aber ich habe noch gar keine Station gesehen. Was soll ich hier bitte fotografieren? Es ist nichts hier. Oder übersehe ich hier was am Start? Ah ja. I wonder how we're gonna reach that teleporter. Oh ja, wie kommen wir da nur hin? There it is. Another brilliant workaround. Yes. Brillanter Lösungsweg. Where's that ringing coming from? Komisches Klingeln. Hier unten? Ah, ein Telefon wieder. You made it! Jesse! I'm so happy. Nice work. You're near the end of this wild maze. Aussicht, du hast, at least, as far as I can tell. Alles meistern. The weather disruptor must be around here somewhere. It's Mirren's life work, right? She must have stashed it away. Find it, and let's get you out of that. One of her many passions. The weather disruptor. Mirren's life's work. I see. Mm. Mirren and the others developed a lot of potential solutions for your current climate worries. I'm sure one will be useful. Yes, I'm sure. Du klingst nicht so sicher, Kate.
Und hopp. Ah, das muss ich von da drüben machen. Halt, da ist erst mein Zettel. So. Jetzt können wir gehen. Nicht einmal der Himmel setzt uns Grenzen. Werdet jetzt ja nicht größenwahnsinnig hier. Halt. Lächeln. Wichtig. Ah, a perfect fit. Ah, an elegant solution. Elegante Rätsel? Auf jeden Fall. Ja, das ist nicht ganz so richtig. Noch eins zurück. Ja, das scheint zu passen. Looking around me now almost feels like seeing into the future. How exciting! To think that one day our cities could look like this, could breathe like this. It's never too early to change the world. Eigentlich eine interessante Idee. So atmende Gebäude. Wo geht's hier hin? Ah, in die Lobby. You remind me a lot of Mirren, you know? Always taking new information, mastering it quickly. Ingenuity. Yeah. From what I've gathered, having a passion to strive forward is the first step to accomplishing many things. Leute, wahre Worte hier von der Katze. Auch wenn es ein Videospiel ist, merkt sie euch. Ah, ich sehe da schon wieder diese komischen Stromkabel. Mirren always loved her research corners. Warum hat sie hier hinten eine Tasse hingestellt? Oh, mies. Es lockt einen darüber, aber man kommt nicht mehr zurück. Diese Blume ist sonderbar. Ja, na toll. War wieder eine Falle. Deine Entdeckungen werden eines Tages in der überarbeiteten Ausgabe veröffentlicht. Okay. Was haben wir hier? Objekt 14, Projekt Violett. Das könnte es sein. Objekt 14, 17, alles Projekt Violett. Okay. Die hat's mit ihrem Violett. Was haben wir? Nutzloser Müll, mit dem sich Aling austoben kann. Wieder. Und da ist auch eine Tasse. Das ist auch ein Tisch. Okay. Auch E2. Komm erstmal zu mir. Ah, Achievement. Und dann habe ich wieder ein Foto einer Batterie im Nichts und zack. Und wir können weiter. Woo! Ah, hier sieht es wenigstens normal aus. Auch wenn ich diese neue Ansatzweise gerne mochte. Was? Rise High. Ah, hier Regentropfen. Sehr viele Regentropfen. Bausteinset für Mirren. Das sollte bessere Modellierwerkzeuge sein als deine Fotoentwickler. Warum die gegen meine Fotoentwickler oder ihre? Okay, I do have a first build. Gemälde. I can't say that I'm happy with how it's turned out, but it is a start. That counts for something. Okay, I'll run the test just to have the data. After that's done, we'll leave this workspace behind and begin again. Na gut, so. Hier irgendwas Interessantes versteckt. Nein, nichts. Ah, doch, hier vielleicht. Ja,
Kann man jetzt quasi vom Bild... Bild? Nee. So. Muss das so machen, dass ich immer noch drankomme. Im schwarzen Raum, glaube ich, ist es drin. Vielleicht von hier oben. Aber warum sollten wir noch einen weiteren Film brauchen? Gut, vielleicht weiß ich warum. Blau war etwas, was wir nicht fotografieren können, oder? Ja, es existiert nicht mehr. Aber das da funktioniert. Da kommen wir von unten ran. Einmal hier durch. Hier lang und grüner Teleporter bereit. Weiß nicht, für was der extra Film gedacht war. Du siehst richtig merkwürdig aus, so. Warum drehen wir uns in die Richtung beim Sitzen? Bedenkt dich, du hast Teleskop schauen. Ah ja. Tada! Falsche Perspektive. So? Jetzt scheine ich alles zu haben. Wonderful solution. True freedom from constraints. Glaube ich, dass Bester hätte etwas länger brauchen sollen. I've been pondering about your search. I'm wondering, this weather disruptor? I know of it. Kennst du? If I'm right, then you're not too far away. Oh, das wäre doch super. Is this your solution to heal the world? Ja, scheinbar. Die Welt muss ja irgendwie geheilt werden. Warte kurz, streicheln. Können die Welt leider nicht nur mit Katzenstreicheln retten. Halt Unendlichkeit in deiner Hand und die Ewigkeit in einer Stunde. Kann ich stattdessen meine Antwort flüstern. Halt Unendlichkeit in der Hand. Wie dasselbe? Ich habe keinen blassen Schimmer, bekomme ich Punkte für Poesie. Rotation muss eine Rolle spielen. Oh, das ist ein schlechter Wortwitz. Raumwahrnehmung ist gefragt und Vorstellungskraft. Wieso? Lösungsvorschläge bewertet von der genialen Designerin selbst. Ja, hier haben wir wieder Texte. Safe to say the party was a success. Alubin was right, as much as I hate to acknowledge his genius. I enjoyed myself, but there's still work to do. Kate, can you compile the solution submissions? I want to have a laugh read over them again later. Collaboration always sparks innovation. You're collaborating too, with someone. The phone calls, they're lovely. Yeah, Jesse. I hope the two of you find your own sparks of innovation together too. Jetzt muss ich erstmal wieder ins nächste Level. Ach stimmt, wir haben schon. Onwards and upwards. Lange nichts mehr von Jesse gehört. Sie erreicht uns echt nur noch selten über die Telefone. Ah, optionale Herausforderung. Sagt mir irgendwie was, das kenne ich noch. Habe ich, glaube ich, mal im Studium gesehen. Ah, da sammeln wir die Planeten. Oh, sogar mit Pluto. Wow. Ein Wunder. Katzenspielzeug. Aha.
Noch eine optionale Herausforderung? Zwei optionale? Drei? Ah, und hier ist ganz normal. Ja, dann arbeiten wir uns einfach mal vor, hätte ich gesagt. So wie man dran vorbeikommt. Heißt, zuerst die optionale und dann das Richtige. Mhm. Na gut, das ist jetzt nicht wirklich schwierig. Schaue ich eher, ob ich... Oh, Kamera-Equipment. Planeten hier vielleicht sehe. Warum sollte ich einen zweiten Film brauchen? Ah, da ist der Planet. Die Venus. Wait a minute. Okay. Vielleicht ist es doch nicht so einfach. Benötige mehrere Batterien. Habe aber nicht so viele. Hm. Oh, okay. Nee. Ich weiß wie. So, machen wir ein Foto von denen und haben jetzt halt 4 Batterien, sogar mehr als benötigt. Oh stimmt, wir würden ja an die eine auch nicht mal rankommen. Kriegen wir ja gar nicht mal raus. Faszinierend. Wait. Wir brauchen 4? Okay, jetzt bin ich langsam verwirrt. Wie soll ich denn das machen? Welche ich hier für Energie will. Habe ich immer noch nicht genug. Das Problem. Ich komme nur auf 3. So, nochmal ganz am Start. Wir haben einen Film. Oh nein. Wir können einfach den Film duplizieren. Ah! Ich muss beides kombinieren. Indem ich Film und Batterie fotografiere, bekomme ich Film und Batterie. Kann ich Film und Batterie machen? Okay. So, mit Film und Batterie. Film und Batterie. Geschafft. Okay, das war interessant.
Da muss man auch erstmal dran denken, sich den Film zu duplizieren. Sieht jetzt richtig wild aus hier. Aber das ist egal. Hauptsache, die Alpen sehen jetzt richtig cool aus im Hintergrund. Gefällt mir vor allem. Gefällt mir. So, letzte Batterie. Zack. Und wir können hier raus. Gemälde. Soll ich mal testen, wo es ist. Warm, negativ. Hier, Gemälde. Zack. Und hier hoch. Na gut, dann geht's erstmal in normales Level. Oh, da wird wieder was Neues eingefügt. Was bist du? Muss man dir ein Foto machen? Wo ist eigentlich unsere Katze? Wo ist Kate? Sitzt nicht am Kratzbaum. Der ist das. Ah, im Fernseher. Natürlich. Oh, Schallwellen. He's brilliant. A great way to communicate. It's interesting, that's for sure. Does this mean when I practice my guitar, you'll be able to give it a listen? Let's not push it, all right? So. Dadurch kriegen wir eine 3D-Optik. Ah, interessant. Everyone deserves to have a bit of fun. Even in the throes of work. Ja, vor allem in der Arbeit braucht man ein bisschen Spaß. Ansonsten macht ja die ganze Arbeit gar keinen Sinn mehr. Atmosphäre stabilisiert koeffizient. Wahrscheinlich stimmen irgendwie diese Formeln auch noch. Dauerschall? A beat that just makes you wanna get up and dance. And also power a teleporter. Haben wir hier? X. Also da ist die Variable. Der Schrei. Und Kate. Hoffentlich gefallen die Pflanzen. Das sind was? Das sind die erwähnten Ergebnisse der Bodenfiltration. Okay. Erstmal. Oh, das ist kreativ. Warte mal. Wait, man kann das ganze Level eigentlich ohne ein Foto zu machen schaffen dann. Das will ich machen. Wo ist der Schrei? Nice. Hier haben wir wieder lebendes Material. Ein Foto und ein Anruf. Good to hear from you, bud. Hey, Jesse. You've got to be close now. It must be coming up. Man, I wonder why they abandoned this place. Everything has been so bizarre. Well, I'm sure we'll find out soon enough. Go for gold. Stimmt eigentlich. Mirren's final project. Warum haben sie hier alles verlassen? I think. Never mind. You still have some way to go. Let's carry on. I denke. Toller Untertitel. Aber ja. Muss ja einen Sinn haben, dass sie hier einfach aufgehört haben. Oh, Zettel. Simuliertes Dunkelkammer-Fotopapier. Toll. Alles simuliert. Okay. Ich verstehe, wir
Lassen den Sound mit Sound aktivieren. Damit wir ihn mit Sound aktivieren können. Welcher uns den Sound aktiviert. Faszinierend. Okay, und da ist der Strom nur temporär. Deswegen lesen wir erstmal, was hier steht. Strömungsmechanik. Massenstrom, Schallwellen durch Dampf, Wolken. Und eine mathematische Formel, die höchstwahrscheinlich auch noch richtig ist. Und da ist unsere Katze. Wenn die Außenwelt so scheiße ist, warum leben wir nicht hier drin? Schall und Dampf, Schall und Dampf, Schall und Dampf. Ja. Das ist die Maschine. Zack. Okay, wir müssen echt schnell sein. Was ist hier? Licht bewegt sich, Schall bewegt sich. Licht plus Schall ergibt Kinematik von Wetterereignissen mit Licht und Schall. Was, wenn uns eigentlich nicht das interessiert, sondern das hier? Ups, falsch gesetzt. Oh, ein Gemälde. I wonder, is this how your world appears from a bird's eye view? It's rather spacious. Does it still look like this? Ja, ich glaube nicht. Sonst wären wir nicht hier. Ah, und ein neuer Planet. Sehr schön. So sollte er doch noch funktionieren. Ja, tut er. Geht doch. Ist immer so kompliziert. Anmerkung zur Lattice-Boltzmann-Methode und zur Kinetik von Schallwellen. Okay. Haben wir hier? Wieder ein Soundmodul mit Strom. Mit Timer. Oder Batterie? Wie könnte man es nennen? Auf jeden Fall ein Soundmodul. Es hat ziemlich lange Strom. Da mache ich mir jetzt gar keine Sorgen. Habe ich hier irgendwas Verstecktes? Es sieht nicht danach aus. Das reicht nicht. Ah, das reicht. Dann direkt zum nächsten. Na, was hast du hier Schönes gefunden? Das Foto unseres Ziels. Oh, Fotokopierer, die waren jetzt schon lange nicht mehr drin. Auf jeden Fall müssen wir den einmal fotokopieren. Den brauchen wir. Oh, machen wir den einfach auch. Warum nicht? Lalalala.
Oh, thank you. Oh, I'll cherish this. Hey, dann könnte ich auch gleich eine Katze malen. Ja, machen wir es mit dem anderen. Animieren? Hallo? Oh mein Gott, ist das niedlich. Kann es sein, dass der Planet hier unten vielleicht jetzt eher erzählt? Nein? Kann man sonst irgendwas an diesem PC machen? Es sieht nicht danach aus. Oh, das Bild ist super süß. Shark JPEG. Machen wir doch einfach mal ein Sony. Tada! Es sieht komplett ugly aus. Machen wir wenigstens noch ein Lächeln hin. Ein Auge. Jetzt sieht's aus, als hätte es Dinge gesehen, die es nicht sehen wollte. Okay. Ah, das ist ein bisschen Vorbereitung. Also, ein bisschen mit dem hier. Na? Den da anpowern. Sollte noch genug Reichweite sein? Leider nein. Schon, ob das reicht. Reicht nicht. Ups. Ach. Blöde Tastenkombis. Na toll, dann kann ich jetzt... nicht machen. Wechseln wir nochmal zurück. Vielleicht müssen wir doch mit dem hier anfangen. Ja, das sieht schon plausibler aus. Bepowert den und der bepowert den dann. Wenn ich den noch richtig hinsetze. Ist er so ziemlich daneben. Und wir können weiter. Weather is truly a fickle thing. Ja. The climate can impact every living and non-living thing. Impossible questions and impossible solutions. The hold it can have on someone. May I ask you a question? Mirren often proposed to herself. Tell me, how does one heal the world? Die Welt heilen. Die Welt ist nicht mehr zu heilen. Wenn wir wirklich jetzt halt mal realistisch sind. Wie willst du den Mist, den wir über Ionen angestellt haben, irgendwie noch heilen? Da gibt's keine Chancen. Die Welt ist chronisch verletzt. So, was haben wir hier Schönes? Komme ich hier hoch? Ja. Gibt's hier oben einen Planeten? Nein. Was bist denn du für eine kleine Mini-Antenne? Bist du putzig? Jop. Okay, das geht nicht. Hm.
Ja, fast. So? Ich muss schauen, dass ich gerade bleibe. Darf auch nicht zu viel davon zerstören. Vielleicht nur die Hälfte so fotografieren. Ja, das könnte klappen. Ja, das klappt auch. Oder auch nicht. Let's go! Ja. Bus! Mist! Geronimo! Oh, wait a minute. Ich habe ja die vorderste Kante hier auch noch. Wenn ich die mitbenutze, reicht's mir an Länge. Aha. Wie, jetzt war's das hier schon? Warum ist da ein Schloss? Regenbogenfilter. I fire my rainbow. Wow. Der ist trippy. Den will ich haben. Und wir kommen jetzt, glaube ich, auch. Weather is truly a fickle thing. Ah, das hast du mir schon gesagt. The climate can impact every living and non-living thing. Das hatte ich gerade. Impossible questions and impossible solutions. Haben wir hier einmal schon rumgeschaut? Das sehe ich jetzt gar nicht. May I ask you a question? Mirren often proposed to herself. Oh, nicht schon wieder die Frage. Ich habe mit meiner Antwort wahrscheinlich auch jeden, der es gehört hat, depressiv gemacht. Haben wir hier? Das sieht richtig hübsch aus. Soll ich es gemalt darstellen oder ist das ein Foto? Ist das ein Foto von einem der ersten Level? Nee. Aber auf jeden Fall ein Foto. Hier ist was drunter. Aha. Zack. Die Erde. Und Signal schwach. Arling soll Frequenz anpassen. Text. Denk dran, auch mal zu schlafen, sonst nehme ich dir das wieder weg. Ach ja. Und das lese ich hier gerade um 2 Uhr morgens. okay. Da ist nichts drunter. Und wie viele Batterien braucht unser Teleporter? Hoffe mal nur eine. Die ich nicht aus Versehen hier runterwerfen werde. Adiop. Ja, es ist nur eine. Glück gehabt. Oh, stimmt, das war ja jetzt nur noch ein Filter. War ja bloß ein Bonuslevel. Ich konnte den Regenbogen gar nicht testen. Okay, erstmal, wie sieht Fotokopie aus? Naja, ich bleib bei Regenbogen. Impossible questions and impossible solutions. Oh, noch eine optionale Herausforderung. Jump and run. Okay, klappt nicht. Gut, dass ich mich umgedreht habe. Wow. Sieht eher aus wie so eine Wärmebildkamera. Oh. Die Lichteffekte haben
einen Sinn. Okay. Ja, warte, es war gut, glaube ich. Wie viel brauche ich? 3. Wenn ich jetzt das hier so fotografiere. Und hinbekomme, dass es sich so dreht wie soll. Ja. Das sieht gut aus. Das sieht sehr, sehr gut aus. Sollte jetzt 3 Batterien haben. Wenn ich denn hier hochklettern kann, aber ich kann doch bestimmt die Batterie als Stufe benutzen. Yep. Noch mal ein Kratzbaum. Das war es jetzt wahrscheinlich schon mit dem Level, oder? Das ging schnell. Ah, neuer Kamerafilter. Skizziert, aha. Das könnte tatsächlich jetzt ziemlich cool aussehen. Fotokopiert kennen wir ja vom Fotokopierer, das ist nichts Besonderes. Aber skizziert. So, bevor wir da reingehen, gibt es irgendwas Tolles hier draußen noch. Ja, komm schon. Ich will da hoch. Na gut, dann nicht. Okay, Bonus-Level und normales Level. Und eine interessante Zeichnung. Wetterverhältnisse. Kontrollierter Sauerstoff- und Wärmeausstoß. Verhältnis von Magnetismus, Frequenz und Klima. Ja, das sieht aus wie ein normaler Zyklus, den es halt so gibt. Normaler Wetterzyklus. Allocate. Ja, mach mal zuerst das Bonus-Level. Erst die optionale Herausforderung. Boah, eine Melone. Oh, Gewicht. Das ist wieder was anderes. Oh, ich muss schnell genug fotokopieren. Das ist jetzt fies. Die ist halt auch noch perfekt rund. Weiß nicht, was ich getan habe. Aber es scheint zu zählen. Ja. Also das, aus irgendeinem Grund kann man eure Wassermelone dort festsetzen. Naja, ein leichtes Spiel für mich. Keine Ahnung, wie man das sonst hätte lösen sollen. Ich glaube, da wäre ich jetzt eine halbe Ewigkeit dran gesessen. Naja. Zack. Ein Wassermelonenfilter. Ich wusste nicht, dass die optional sind. Den müssen wir benutzen. Leute. Finales Level dieser Ebene. Teilweise skizzierte Welt, teilweise nicht. Irgendwie ein komisches Gate. Nichts. Telefon. Aber kein Anruf.
Wow. Skizzierte Welt? Nicht skizziert. Skizziert? Nicht. Skizziert? Nein. Ja? Nein. Ja? Nein. Ja? Nein. Let's go. Jetzt müssten wir... In dieser Welt passiert jetzt anscheinend sehr viel Dirty-Kram. Es ist sehr zensiert. Oh, alles ist eine Blueprint. Radiosonden Testparameter. Alarm zeigen für die Integration des Prototyps. To be able to take all the principles of physics and turn them on its head, that's what portals do. To think, this is something I could accomplish with limitless resources. It's brilliant. If only it were applicable outside of here. Kate, can you hop through one? I'd love to see if you change colors. Wait, why are you running away? Kate! Kate möchte nicht durch Teleporter. Sieh eine Welt in einem Körnchen Sand. Aha. Sonst noch was? Okay, ist nur eine Batterie, die es gibt. Dann gehen wir durch die Strichenwelt, Skizzenwelt. You did it. Ah, warum siehst du immer noch normal aus? Was haben wir hier? Okay, die nutzt die verschiedenen Perspektiven, um die Lösung eines Schallwellengeräts zu finden. Wahrscheinlich für das Wetterteil. Sieht irgendwie aus wie so eine kleine Klapse. Da möchte sie was bauen. Da haben wir noch ein Portal. Hier unten. Okay. Wow, das sieht jetzt richtig cool aus inzwischen. Hat ja eine richtige Skizze bekommen. Gescheiterte Schallwellenexperimente nochmal ansehen. Oder eins, wer weiß. Regenbogenbaummodelle. Oh, den haben wir in dem einen Hub gesehen, dem zweiten, glaube ich. Ja, das sind alles Formeln, ähnliches, keine Ahnung. Nochmal Cage streicheln. Hier ist kein Planet zum Sammeln, oder? Ah, hier. Oh, nee, das ist Mathe. Ah, direkt weg hier. Ist die Welt jetzt anders, wenn ich so hier nochmal reinschaue? Okay, du kommst mir etwas roter vor, aber ich glaube, das liegt einfach dann, weil alles andere grün ist. Alles ist nur ein Greenscreen. Interessant. Ah ja, okay. Verstehe. Magnificent athletic feat. And with a cat's grace at that. Immerhin ist Kate nette KI. Nicht so wie GLaDOS aus Portal. Die hat jetzt wieder gesagt, ich bin wie ein Adler. Ein fetter Adler. So. Dann wollen wir wieder zurück. Oh, das Portal hatte... Okay, das ist cool. Wäre ich vorher nicht durch das Grüne, wäre da drüben jetzt das, was ich gebraucht hätte. Heißt, ich hätte wieder unnötig hin und her wechseln müssen. Cool. Coole Mechanik auf jeden Fall. You've done well. Traversing this maze of memories and forgotten wonder. I hope your experience has been pleasant so far. To me, it's been wonderful. Ich finde diese Erfahrung hier in diesem Spiel auch wunderschön. Aber wunderbar, wundervoll, wie auch immer. Ah. No. 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 No, 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 no! Was ist los, Mary? This can't be!
Nicht gut. I must have missed something. Kate, run the records. I need to review my notes. Oh, es klingt nicht gut. Das klingt gar nicht gut. Okay, ich muss jetzt mit Rot, Grün und Blau. Kates Protokoll. UV-Belichtungswerte nochmal prüfen. Kohlenstoff. Hira, Wasserstoff. Aron, Sauerstoff. Archie Loin. Wait, sind die Leute, mit denen sie hier ganze Zeit geredet hat, nur Simulationen gewesen bezüglich sowas? Boah, das wäre deep. Das wäre jetzt richtig deep. So, was wollen wir eigentlich? Wir wollen... Nutzlose Hypothesen zu Biokohle. Müll. Für Kates Archive. Streicheln. Let's go. 1, 2. Let's go rein. Neue Kamerafilter. Blaupause. Isn't making it this far enough? Haven't you gained all the knowledge this place has to offer? This was her life's work, and it's meaningful. But it's not right. Not in the way you want. Oh, ich krieg grad Gänsehaut. Oh. Irgendwas hat nicht ganz funktioniert. Nein, bitte sag mir nicht, dass meine typisch negative Kommentare von wegen, die Welt ist nicht mehr zu retten, hier stimmt. Von wegen, hey, die Welt ist nicht mehr zu retten, hier sind die Beweise. Und alles, was wir hier erleben, beweist es eigentlich nur. Ich glaube wirklich, dass die Leute Simulationen waren. Ich meine, Kate kann auch reden. Kate ist auch nur eine Simulation. Die war ganze Zeit alleine hier. Vielleicht ist sie sogar noch hier drin. Das ist die Waffe. Nicht die Waffe, das Wetterding. Das sind Schallwellen. There's a burden in knowing. Das ist auch eine Last. You needn't feel. Sie sieht nicht mehr happy aus. Wollen wir das wirklich? Wir müssen. Hey, du verstehst das nicht. Die Welt draußen sieht aus wie der Mars. It'll only be painful. Funktioniert doch. Passt doch. Oh nein. Fällt auseinander? Komplett? It didn't work. It never worked. It wasn't supposed to happen like this. Mirren, they were all supposed to find the answer. Och nee. Please, don't leave. Wo bist du? Ich will dich ja nicht verlassen. Was tut... Nein! Die Katze weint. Oh. Und ich kann sie nicht mal streicheln. Oh. Oh. Das zerbricht einem das Herz. This isn't it. It can't be. The solution, it all made sense. The formula, the structure, this should have solved all our problems. This should have been the answer. I need this to be the answer. Why? Why isn't this working? I can't give up. This isn't it. It can't be. The solution, it all made sense.
The formula, ich denke, the structure, Kate bleiben. This should have solved all our problems. This should have been the answer. Weint. I need this to be the answer. Why? Why isn't this working? I can't give up. I'm sorry. Kate. When I realized what you were looking for, I didn't have the heart to tell you. An impossible solution for an impossible question. Mirren was... She was crushed. They all were. I didn't want you to have to feel as they felt. It's a painful burden, knowing. Ja, irgendwie stimmt's halt schon. Wissen ist Last. Was machen wir jetzt? So können wir unsere Welt nicht retten. Können wir niemanden retten. Blaupause? Nee, wir bleiben bei Melone. Aber eine Welt gibt's hier noch. Fragezeichen. Ja, Leute. Das war jetzt mal eine etwas deprimierendere Folge. Zumindest zum Ende hin. Ist die Welt denn jetzt wirklich verloren? Oder bringt uns das Fragezeichen ab vielleicht Antworten? Ich muss es jetzt wissen. Ich werde es direkt weiterspielen. Ihr werdet dann wahrscheinlich ein paar Tage noch drauf warten. Aber das werden wir alles noch erfahren. Hätte ich gesagt. Hoffentlich hat euch das nicht zu sehr runtergedrückt. Ansonsten sucht euch irgendwas Flauschiges zum Knuddeln. Bleibt streifig, lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal. Bye bye.